willkommen im Vortragszelt. Ich sehe, dass einige Leute es mögen, hier zu schwitzen. Und willkommen zum Infrastructure Review. Wie ihr das wahrscheinlich schon kennt, ist dieser Vortrag ein bisschen anders, weil wir haben verschiedene Teams, die auf die Bühne kommen. Es wird kleine Pausen geben, wenn sie halt umbauen, aber wir hoffen, dass es für alle reicht und dass es passt. Das erste Team ist die Chaos Post. So, willkommen auf der Bühne. Und ich kann sehen, dass es hier sogar noch mehr Post gibt. Not really. Okay, so you still have a lot of things to do afterwards? Also habt ihr noch viel danach zu tun? Ja, wir müssen noch abbauen. Und wir haben auch noch Post für die nächsten Events, für den Kongress zum Beispiel. Braucht ihr noch Freiwillige, die Post zustellen? Okay, so if you das würde nicht schaden. Also wenn ihr direkt nach der Infrastructure Review doch Zeit habt und nichts zu tun habt, tragt doch gerne noch die restliche Post aus. Lasst uns mal schauen, was wir hier für Post bekommen haben. Es ist eine wundervolle Postkarte hier. Liebe alle, vielen Dank, dass ihr unseren Service genutzt habt. Wir haben Chaos Post sehr, hatten viel Spaß. Postbox Certification. Serviervorschlag. So I don't know what that's in wir haben einen Serviervorschlag und wir hatten Chaos in beide Richtungen. Also ihr könntet Nachrichten versenden und eine Bestätigung bekommen, wenn es zugestellt wurde. Wir werden bei MCD vor Ort sein und natürlich auf dem Kongress. Also bleibt dran. Und unsere Statistiken, 90 Kilogramm Postkarten wurden zugestellt. Wir haben 2000 Postkarten nach draußen verschickt an über 42 Länder. Das ist super cool. Vielen Dank an die Post. Das nächste Team ist das Network Operation Center. I think it's on. Yeah, hello. Hallo zusammen. Ich bin Nicodac, das ist Momorientis. Wir sind von der NOC Internet Manufaktur und wir haben wieder ein Netzwerk gemacht. Verglichen mit dem letzten Camp waren die Ziele ziemlich ähnlich, aber wir haben die Fiber ein bisschen abgegradet von einem Gigabit auf 10 Gigabit. Ich wollte keine Rodents Revenge dieses Mal. Wie immer hatten wir WLAN, verschlüsselt und unverschlüsselt. Und wir machten keine Filterungen. Unser Team sind ca. 40 Leute, die meisten aus Europa, ein paar auch aus den USA. Wir sind international. Der Aufbau hat am 10. gestartet, also vor zwei Wochen an dem Samstag. Der größte Teil des Teams ist dann während dem Aufbau noch angekommen, aber wir hatten immer jemanden hier vor Ort. Und während dem Event hatten wir einen großartigen NOC-Helpdesk. Vielen Dank. Das Design ist sehr ähnlich wie am letzten Camp. Das Gebiet ist bekannt. Wir könnten vieles wiederverwenden, einfach mit mehr Bandbreite. Und wir haben auch mit C3 Power enger kollaboriert, und so dass man die Fibern zusammen mit den Stromkabeln verlegen kann. Das schützt die dann auch, weil die Stromkabel sind natürlich viel größer als eine Glasfaser. Wir haben nicht nur Glasfaser-Uplink, sondern auch Funk-Uplink. Und
Das lokale Setup haben wir dieses Mal in einem CAD geplant. Die Orga hat einen Plan und wir haben da unsere eigenen Datenclos und so weiter eingezeichnet. Jedes Datenclo hat einen ungefähren Radius eingezeichnet, also hat einen Radius eingezeichnet, wo die ungefähre wie viel Reichweite sieht, und es sind die Glasfaserkabel angezeichnet und das, dafür haben wir auch Streetmap genutzt und die EMF-Pipeline, welche am letzten EMF-Camp genutzt wurde, welche zum Beispiel PDF-Pläne erstellen kann. Das ist jetzt zum Beispiel eine logische Übersicht von allen Datenclos und wir hatten eine andere Übersicht, das andere war halt die physikalische Übersicht und so ist jetzt die physikalische Übersicht. Wir haben von 37 auf 57 Datenclos erweitert und die Namenskonvention wurde geändert. Statt von Villages haben wir das auf das Camp Grid angepasst, so dass man es viel einfacher findet. Wir haben 68 Glasfaserlinks gemacht, statt 47 letztes Mal. Alle Glasfaserkabel sind gemeinsam 9,4 Kilometer lang. Und alles zusammen wären dann über 41 Kilometer. Wir haben 140 Glasfaserkoppler genutzt und auch ein neues 12-Kern MPO-Glasfaserkabel. Das ist dann einfacher, zum Beispiel unter die Gleise zu verlegen. Und wir haben ein sehr enges Setup in den Datenclos. Also rechts seht ihr zum Beispiel ein Bild davon. Da sind nur zwei von diesen MPO-Boxen. Und das ist ein Datenclo ohne diese MPOs. Also ihr seht, es ist viel übersichtlicher jetzt. Jetzt haben wir viel weniger Verkabelung. Die externe Verbindung, wir hatten zweimal 10 Gigabit. Letztes Mal hatten wir nur einmal 10 Gigabit. Und wir haben auch eine Verwendung gefunden für einen E-Roller. Das war natürlich praktisch, um die Glasfaser zu verlegen. Der Uplink wurde letzte Woche am Samstag fertiggestellt. Der ging durchs Gras, wie eigentlich fast immer. Keine großen Änderungen. Das Kabel ist jetzt ein autofähiges Kabel, wo der Hersteller sagt, dass das halt viel besser ist. Zusätzlich haben wir einen Funk-Uplink. Das ist einer zu Granse, wo dann ein Uplink von der Deutschen Telekom ist. Und wir haben einen 500 Megabit Backup-Link zu einem Fernsehturm, auch in Granse. Und einfach weil die 10 Kilometer eigentlich nicht mehr in der Spezifikation des 10 Gigabit Links liegen würden. Und dann gibt es noch ein zweites Backup bis zum Fernsehturm Berlin, falls alles andere versagen würde. Ich höre leider nichts, vielleicht ist es im Publikum anders. So, jetzt höre ich wieder. Wir hatten auch lokales Datencenter, das am Anfang etwa 10 Kilowatt genutzt hat und wir konnten es dann auf 8 Kilowatt reduzieren. Und das haben wir einfach mit diesen Rettungsdecken gemacht. Das reflektiert das Sonnenlicht und wir hatten ca. 2 Grad weniger in dem Rechencenter oder Datencenter. Und ihr habt wahrscheinlich auch gesehen, dass wir ein schönes Transparent da hatten und wo man das Datencenter reinschauen konnte. Und wenn nicht, dann schaut doch das diese Nacht noch an, das wird noch bis mindestens morgen stehen. Unser Kernnetzwerk im Datencenter und in Berlin bestehen aus zwei Juniper MX204. Wir haben einen Arista DC S7504 als einfache Verschaltung und auf der rechten Seite der Folie seht ihr die logische Topologie
Wir haben es der Datenclose, und wir haben es geschafft, nicht allzu viele Datenclose in Reihe hintereinander zu schalten, so dass, wenn in einem Datenclo ein Stromausfall ist oder wäre, dass man das nicht allzu viele andere betroffen wären. Wir haben auch ein Design ohne Kreise, ohne Loops. Wir haben 96 Access Switches verteilt. Und wir hatten das Aruba Wi-Fi wie meistens. Und wir hatten auch zwei Access Points mit dem 802.11ax Standard. So, wenn jemand so ein Gerät hat, dann könnt ihr das hier ausprobieren. Eventuell habt ihr unser Auto gesehen, es ist ein Volvo V40 von etwa 2003. Und da mussten wir regelmäßig den Service machen, zum Beispiel Kühlwasser nachfüllen. Aber es war halt sehr praktisch, um zum Beispiel die Datenflows mit Access Points auszurüsten und mit den Lichtern, die da waren. Und wir hatten etwa 60 von denen, welche gar nicht so einfach sind zu transportieren. Und dann haben wir es versucht, irgendwie ans Auto zu bringen und haben uns dann so einen Dachträger erstellt, selbstgebauten Dachträger erstellt. Und das hat ganz gut funktioniert. Also obviously, auch ziemlich offensichtlich, also alles ist automatisiert. Wir haben immer noch Netbox und also wir müssen eigentlich extrem wenig einrichten, wenn wir mal vor Ort sind. Wir haben auch Enterprise-Grad Skripte vor Ort im Einsatz, um die Sicherheit sicherzustellen. Ihr habt wahrscheinlich das Dashboard schon gesehen, falls nicht, Dashboard. Und da seht ihr all die interessanten Daten, die man halt haben kann. Wir haben auch unsere Glasfaserkabel getestet und man kann die auch über Gleise legen. Sie haben es überlebt, aber die Lokführer sollten ein bisschen langsam drüber fahren. Und auch wenn ihr selber Kabel mitbringt, dann prüft doch bitte die Verkabelung, wenn ihr das so macht, keine großen Stolperfallen und ähnliches oder reißen dann die Kabel aus dem Datenclos. Das ist nicht schön für uns. Bitte seid da ein bisschen vorsichtig. Ein paar Infos für Heise: Wir hatten etwa 5700 Wi-Fi-Clients, die meisten auf 5 GHz. Und insgesamt haben wir etwa 12.000 verschiedene Geräte gesehen. Das hat dann unseren Uplink auf über 50% gefüllt. Das würde ich gerne mal am Kongress sehen. Wir hatten keine kaputten Fiber, keine kaputten Glasfaserkabel und somit auch viel mehr Uptime. One more thing. Please. Und bitte respektiert die Infrastruktur. Bitte macht da kein Lockpicking an den Datenclose. Steckt doch bitte nichts aus, was zu uns gehört. Und lasst doch keine großen Datenmengen übers Wi-Fi laufen. Macht eure großen File-Downloads übers Kabel. Und nehmt doch geschirmtes Cat5e-Kabel ist nicht so eine gute Idee in außen einsetzen. Wie ihr vielleicht gesehen habt, alle Datenclos haben ein Schild dran, das erklärt, dass man das halt nicht als normale Toilette nutzen sollte. 4 Datenclos wurden kontaminiert, die haben wir ein bisschen. Ja, die macht doch das bitte nicht. Also eines. Ja. Camp as well as Congress Network is not possible without a sponsor. So please. Congress, also all diese Netzwerke wären nicht möglich ohne unsere Sponsoren. Dann bitte einen großen Applaus. Dankeschön.
Und gut, zu guter Letzt, während dem Abbau, wir werden euch disconnecten, es ist erklärt, wie es geht. Wenn ihr den Nock helfen wollt, dann meldet euch bei uns. Und eben wenn ihr das Kabel zurück wollt aus dem Datenklo, dann rollt es auf. Und alle, die nicht auf der anderen Seite eingesteckt sind, die werden wir dann regelmäßig disconnecten. Und für die SFPs, meldet euch bei uns. Wenn ihr jetzt gerade so zwischendurch Fragen habt an das NOC, dann könnt ihr die jetzt stellen. Okay, go ahead. Okay, dann geht es weiter. No questions for the NOC. Let's see. Keine Fragen an das NOC. Jetzt ist das C3VOC auf der Bühne. Ich glaube, ihr wisst bereits, was wir tun. Wir machen all die Aufnahmen von den Slides und von den Bühnen. Alle, die auf die Bühne gesprochen haben. Es waren 82 Vorträge hier auf der Bühne. Das sind 492 neue Videodateien, die wir auf media.ctc.de hochgeladen haben. Wir haben ungefähr 10 Minuten Probleme aufgenommen, die wir nicht reparieren konnten. Wir hatten 5 Kameras. Camera was just deployed for the previous talk in here. Und die letzte Kamera, die aufgestellt wurde, haben wir gerade eben erst für den letzten Talk aufgestellt. Wir hatten 2 Vortragszelte. Die Monkey Stage hat sich unabhängig aufgenommen und sich darum gekümmert. Wir hatten ein Sicherheitsproblem, wo wir ein paar Passwörter ändern mussten. For the first time, zum ersten Mal auf dem Camp haben wir einen Induktionsloop zur Verfügung gestellt, dass Leute mit Hörimplantaten direkt auf ihren Hörgeräten das akustische Signal bekommen von uns und es nicht über das Zelt, über die Luft bekommen müssen. Das haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht. Wir ruhen uns nicht einfach auf unserer Software aus von den letzten Jahren. Wir haben vor dem Camp nochmal viele Sachen entwickelt, dass wir VOC2MIX 2 entwickelt haben, was wir in den Zelten THM und Meitner schon getestet haben bzw. verwendet haben. Den Screenshot hier. Da seht ihr das. Und für diejenigen, die Videomix-Engelschichten machen, ihr müsst vielleicht zum nächsten Event noch mal was Neues lernen. Es gibt noch ein paar kleine Probleme. Genau. Gibt es Fragen an uns? Ich glaube nicht. Ich sehe keine Fragen. Thank you very much for the VOC. No. Einen kurzen. Vielen Dank ans VOC. Moment. Wir haben noch viel mehr gemacht. Nicht nur das, was ihr hier in den Zelten seht. Wir haben das gesamte Setup für die Zelte gemacht. Wir haben hier diese Pläne erstellt, wo was aufgestellt wird. Wir haben Leute angestellt. Wir eine Videofirma beauftragt haben und mit denen gemeinsam den Aufbau gemacht haben. Wir haben auch mit den Heralds zusammengearbeitet und dem Bühnenmanagement. Also, it was translation of possible auch guys and girls and other creatures from Frilingo. Vielen Dank an das Übersetzungsteam. Hallo, das sind wir. Und wir haben auch mit denen zusammengearbeitet und mit den Leuten, die Q&As gemacht haben und den Signal Angels, die die Fragen aus dem Internet in unsere Zelte gebracht haben und viele, viele weitere Teams, unter anderem die C3 Power für das Stromnetz,
Vielen Dank für das, an das NOC, für das Netzwerk, für den, zum, dass wir das hochladen können und direkt hier vom Camp und dass alle tausende Leute auf der Welt live sehen können. All das wäre nicht möglich ohne die unzählbaren Stunden von all den Engeln, die im Hintergrund gearbeitet haben, an den Bühnen gearbeitet haben, hier auf dem gesamten Camp gearbeitet haben. Eine letzte Notiz von unserem Büro. Eine Sache, die ich glaube, wir können es hier nicht richtig sehen, aber hier, also theoretisch könnte man sehen, wie viele Leute den Stream angeschaut haben. Und ja, vielen Dank. Vielen Dank an das VOG. Das nächste Team auf der Bühne ist das Logistic Operations Center. Einen großen Applaus an dieses Team. Do you see my slides? I don't see them. Seht ihr meine Slides? Ich sehe sie noch nicht. Wir sehen sie hier auch nicht. Also noch gibt es technische Probleme. Vielleicht kann geholfen werden. This should be better. Ist das besser? It should be louder, I guess. Das noch nicht besser? That's interesting. There were more people here in the room. Come on, do it a little bit louder. It's getting better, but you can even do it better. And now different shifts. That's good. That's mean to put in even a different melody over there. Thanks to the AV Angel, who's fixing my laptop right now. Vielen Dank an den AV Engel, der gerade meinen Laptop repariert. Because I can't use XRender at all. Weil ich mich damit diesem Programm nicht auskenne. So there's the next angel coming up on the stage. Und da kommt auch schon der nächste Engel. Es ist ein größeres Problem. Ach nee. Okay. Der Engel hat nur was mitgenommen. That doesn't seem to be a usual problem, like putting more angels to it and it will work. So. Es ist kein typisches Problem, wo wir mehr Engel drauf werfen, als es eigentlich braucht. Wir haben die Slides. Hier haben wir das Logistics Operations Center. Auf der Folie steht, wir machen Logistik, kein Design. Entschuldigung. Wir haben hier eine kleine Verzögerung. Wir sind das LOG. Wir machen Logistik, kein Design. Und offensichtlich machen wir keine Videotechnik. Also auf geht's. You can see our AV angels are always around and always have. Hier seht ihr, die AV angels sind immer zur Stelle. Wir arbeiten auch nicht mit Mikrofonen oder mit Computern. Also das Camp für uns ist früh gestartet, letzten November. Und am 3. August sind wir mit dem Aufbau gestartet, wo wir angefangen haben, in einem unserer Lagerräume in Berlin unser Kram zusammenzupacken. Und hier seht ihr, wo der große Teil unserer Sachen gelagert wird, zwischen dem Kongress und dem Camp. An Tag minus 15 sind wir in dieser Lagerzelt gestartet und haben angefangen, ganz viele Sachen aus 40 Tonnern auszuladen. Wir hatten 40 Transporter mit Transportern, 7,5 Tonnen und 40 Tonnen. Und das ist nur
unsere eigenen Transporter. Das sind nicht, da ist DHL nicht dabei und es geht auch noch nicht um den Abbau. Wir hatten ungefähr 2 Stunden Wartezeit in einer Telefonwarteschleife für eine Reparatur für einen Truck und wir haben 2 Paletten Likör für die Bars transportiert. Wir haben 120 Quadratmeter Couches transportiert. Die meisten davon kommen vom letzten Kongress und werden auch wieder auf dem nächsten Kongress verwendet. Some people don't take as much of as a vacation, for example. Einige haben nicht so viel Urlaub. Also wenn es um den Einkauf geht, was seit dem letzten Kongress aus Teil unserer Arbeit ist, und ich habe das von Berlin aus gemacht. Und auch während des Events haben wir 4 Paletten Toilettenpapier gekauft, weil wir die verwendet haben und die leer gegangen sind. Wir haben 1 Palette pro Tag verwendet. Wir haben auch 100 Liter Seife verwendet, weil auch da haben wir mehr gebraucht, als wir ursprünglich dachten. Vielen Dank, dass ihr eure Hände gewaschen habt. Während der Veranstaltung haben wir auch 2 Paletten mehr Toilettenpapier gekauft. Wir haben 6 Paletten Papierhandtücher gekauft, als wir verwendet haben. Wir haben 6 Paletten Toilettenpapier gekauft. Und dafür mussten wir zur Metro in Friedrichshain fahren und das dauert 2 Stunden pro Weg. Außerdem haben wir ungefähr 250 Liter Seife verwendet und Weil Klobürsten verschwunden sind, mussten wir 50 Klobürsten nachkaufen. Außerdem hatten wir sehr gefährliche Güter, zum Beispiel um die Toiletten zu reinigen und auch für die Spülmaschinen und Waschmaschinen. Das sind die Sachen, die wir da gehandelt haben. Und wir haben einige Fun Facts zum Einkauf. Metro doesn't have any lime in Germany. Bisher gibt es in der Metro keine Limetten in Deutschland. Euch ist vielleicht auch aufgefallen, dass wir 3 verschiedene Arten von Toilettenpapier hatten. Wir hatten ein sehr dunkles Toilettenpapier und das wollten wir euch nicht antun. Und deswegen haben wir anderes dazu geholt. Und dann ist das aber leer gegangen, also sind wir nochmal zur Metro in Friedrichshain gefahren. Und ich habe denen gesagt, wir brauchen 4 Toilettenpapier. Und die haben mich angeschaut und waren so, nee, wir haben nicht 4 Paletten dreilagiges Toilettenpapier, aber ihr könnt auch 4-lagiges haben. Und falls ihr davon noch welches findet, bitte lasst es hier. Die Metro Oranienburg, da haben wir die Papiertaschentücher leer gekauft, weil wir davon so viele brauchten. Außerdem, weil wir immer wieder nach Berlin zurückfahren mussten und nach Oranienburg. Also die 2 Leute, die Einkäufe gemacht haben, haben 50 Stunden in Autos verbracht. Und wir hoffen, dass das nächste Camp weniger wird. Wir haben 25 Kilometer Absperrband gekauft und wir haben davon noch 500 Meter übrig. Wir mussten 10 Ersatzgriffe für die Bollerwagen kaufen und ich weiß nicht, was ihr damit macht. Und falls ihr so Sitzsäcke findet, haben wir auch dafür auch Nachfüllmaterial für die Füllung gekauft, 3 Quadratmeter davon. Also falls ihr das braucht, sagt Bescheid. Das Schwierigste, was wir transportieren mussten, ist Trati, was für das Village Comona war, was ziemlich cool ist und wir nicht wegwerfen wollten. Und es ist echt anstrengend zu transportieren, weil es so hoch springt und es nicht richtig auf einen Truck passt und es ist echt nervig. Außerdem waren wir so ein bisschen ein Postamt und wir haben 1000 Pakete angenommen.
So hands up, who used this service? Wer von euch hat diesen Service verwendet? Das sind nicht die Pakete, die wir selber bestellt haben, sondern das sind nur die Pakete, die von anderen bestellt wurden. Und ja, die meisten davon waren von Amazon. Wir haben das gleiche Zeug mindestens zweimal transportiert von Berlin zum Camp und wir haben mehrfach gesagt, dass die das nicht einfach irgendwo auf dem Gras fallen lassen sollen, sondern dass sie das auf das Camp bringen sollen und die DPD hat mindestens zweimal auch Pakete hierher gebracht und wir haben einfach nicht genug Bilder davon gemacht. Wir haben viel transportiert und viele Sachen bewegt. Und falls irgendjemand von euch Diesel braucht, bleibt bitte nicht in, versucht bitte nicht in Kransee oder Zedenik, das sind die beiden nächsten Orte, zu tanken, weil die haben keines mehr übrig. We also noticed you tested some. Außerdem ist uns aufgefallen, diese Brücken, die wir da gebaut haben vor dem Eingangsbereich, bitte fahrt da keine Trucks drüber, die gehen kaputt. Außerdem haben wir ein Gaslager. Wir wussten das nicht bis am Tag vorher, bevor wir es aufbauen mussten. Also falls ihr irgendwie 70 Flaschen Gas mit aufs Camp bringen wollt, erzählt uns das bitte nicht erst eine Woche vorher, sondern so 2-3 Monate vorher, damit wir uns darauf vorbereiten können. Und wir sind noch nicht fertig. Wir bleiben hier bis zum 1. September. Wir müssen 130 Paletten packen. Wir müssen viele Sachen nach Berlin und Leipzig zurückbringen und eine unbekannte Menge andere Transporte müssen wir noch organisieren. Falls es euch möglich ist, bleibt doch bitte noch da und helft uns beim Abbau. Und wie ihr hier seht, sind nur zwei von uns hier gerade auf der Bühne und es sind auch nur zwei von uns hier gerade im Zelt, weil der Rest von uns ist gerade wirklich mit dem Abbau beschäftigt und es wäre großartig, wenn ihr uns da unterstützen könnt, so gut ihr das, so viel Zeit wie ihr noch habt. Das nächste Team auf meiner Liste ist C3 Sustainability und C3 Yellow. So now again the question, who used the service to get a parcel delivered here? I couldn't see. Werden denn die Dienstleistung benutzt, dass ein Paket hier angeliefert wurde? Steigt doch nochmal alle auf. But amazing service. Aber ja, es ist ein super Service. Hi. Hallo. Dies ist eine gemeinsame Präsentation von C3 Gelb und das ist das Hygieneteam von uns und das unser Nachhaltigkeitsteam CCC Sustainability. Ich fange mal mit C3 Gelb an. Wir haben während dem Camp etwa 1355 Kubikmeter Wasser genutzt, bis heute Morgen. Das entspricht etwa 271 Liter pro Person. Ja, klingt legitim. Wir hatten Waschmaschinen, wir haben diese 50 Mal vollgeladen und gewaschen. Und wahrscheinlich wisst ihr, wir haben Dishwashing as a Service hatten wir ebenfalls. Und da gibt es gerade einen großen Applaus im Saal dafür. Wir hatten drei Spülmaschinen an zwei verschiedenen Orten. Die wurden fast immer verwendet, aber die Wartezeit war meistens kleiner als 20 Minuten. Es war das erste Mal, dass wir das dieses Jahr gemacht haben. Also Entschuldigung, wenn vielleicht nicht alles gerade so perfekt war, aber wir hatten etwa 80 Engel beim Geschirrspülen. Vielen Dank an die alle.
Wir hatten eine Wasserausgabe an zwei verschiedenen Orten. In Heaven wurde die Hälfte wohl genutzt und er könnte das quasi immer benutzen. Diese Geräte schaffen 3 Liter pro Minute. Für das Wasser mit Gas haben wir etwa 50 Kilogramm CO2 genutzt. Das entspricht etwa 5000 Liter Wasser mit Sprudel. Das habt ihr gut gemacht, ihr habt viel Wasser getrunken und trinkt mehr Wasser. Wir haben 100 Leute, die das bürokratische Hygienediplom gemacht haben, auch bekannt als Frikadellendiplom. And many thanks to Easy from Kidspace, who danke an Easy aus dem Kidspace, welche die Briefings hier vor Ort gemacht hat und die ganzen Stempel und Unterschriften und den ganzen Papierkram. Damit hätten wir schon fertig vom CDA Gelb. Bitte nehmt ein Mikrofon für die Frage, weil sonst verstehen wir es auch in der Übersetzerkabine nicht. Ich weiß, dass die Wasserstationen aufgebaut wurden, um Plastik zu sparen. Gibt es denn Statistiken, wie viele Plastikflaschen wir jetzt genutzt haben und wie viele letztes Camp? Nein, da haben wir leider keine Daten dazu, aber wir planen, dass wir die Wasserflaschensituation auch im Kongress besser machen könnten. Okay, then I move on to CCC Sustainability. Dann geht es weiter zu CCC Sustainability. Wie ihr wisst, wird die Stromversorgung hier aus Dieselgeneratoren, fossilen Brennstoffen gemacht. Wir haben etwa 4,5 Liter Diesel oder Heizöl oder wie man es nennen will, pro Person benutzt. Da ist aber auch Auf- und Abbau oder Aufbau bis und mit jetzt mit dabei. Entspricht etwa 13 Kilogramm CO2 pro Person oder in Fußballfeldern, es ist etwa dasselbe, wie wenn man 100 Kilometer mit dem Auto fährt. Das klingt eigentlich nicht so schlecht, aber natürlich wäre es schön, da andere Lösungen zu haben in Zukunft. Damit man, ja, wir können nicht ewig fossile Brennstoffe verbrennen. Es gibt Applaus für die Solarpanels. Wir haben ein paar Fotos gemacht von Solarpanelen und es hatte doch einige von denen und das hat uns sehr gefreut. Wir möchten mehr davon sehen. Bringt eure Solarzellen mit. Jetzt gebe ich das Mikrofon weiter. Okay. Wir kennen dieses. Wir wissen, dass wir etwas ändern sollten, wie wir unsere Stromversorgung erstellen sollten. Strom wird halt für verschiedenste Dinge genutzt: Heizen, Kühlen, Licht, vielleicht auch nur ein Laptop. Und wir haben eine Arbeitsgruppe aufgestellt, weil wir nennen uns Event Grid. Um ein komplett neues Stromversorgungsnetz uns zu designen und zum Beispiel für Camps oder andere Veranstaltungen in der freien Natur, zum Beispiel die Schar. Und wir konnten auf Wissen der Schar aufbauen, die haben so etwas bereits getestet. Und wir fokussieren uns jetzt darauf, auf diese Dinge, die hier auf der Folie seht. Wir möchten mal kleinere Gleichstromnetze aufbauen, um dann später für den Backbone-Geräte, aber auch für Endkundengeräte Stromversorgung anbieten zu können. Wir möchten auch mehr euch zeigen, wie der Strom verbraucht wird, damit das besser visualisieren, um euch alle ein bisschen mehr
ja, das euch ein bisschen bewusst zu machen, wie was zum Beispiel euer Village jetzt gerade benutzt. Da werden neue Stromessgeräte, Stromzähler, etwas Schönes. Und was wir auch möchten, ist ganz neue Strommessgeräte als Kit anbieten, das ihr dann selber zusammenbaut. So, damit ihr auch Tag und Nacht euren Stromverbrauch zum Beispiel zu Hause messen könntet. Wir haben einen kleinen Fragebogen vorbereitet für alle, die am Camp waren. Da findet ihr ihn. Die URL oder den QR-Code scannen. Und auf der vorderen Folie habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass wir auch ein Wiki haben. Vielen Dank für alle, für die Niederlande und an die Schar, welche das Wiki angefangen haben und uns zur Verfügung gestellt haben. Und wir haben das jetzt weiter ergänzt und wir werden euch auf dem Laufenden halten, was mit diesem Wiki passiert. Also macht euch bitte an der Umfrage mit, das wäre super. Vielen Dank. Vielen Dank an C3 Gelb und an C3 Nachhaltigkeit. Wir müssen jetzt noch in 5 Minuten das letzte Team hinkriegen. Ja, ihr fragt euch vielleicht, warum ich dieses Ding trage. Wir haben diese Schilder aufgestellt, wo ihr seht, wie man zum Beispiel eine kleine Staubmaske selber machen könnte, aus aktuellem Anlass. Wir hatten auch eine Recyclingstation für elektronische Abfälle, für organische Abfälle und wir haben die Bars zum Beispiel dann gefragt, dass sie halt Strohhalme, abbaubare Strohhalme benutzen und so weiter. Vielen Dank. Und das letzte Team, was wir auf der Bühne haben, ist der Himmel. Einen großen Applaus an den Himmel. So, I had no time to bring slides because ich konnte keine Folien vorbereiten, weil der Himmel gerade wirklich hart daran arbeitet, dass Sachen funktionieren und wie wir es immer machen. Und natürlich haben wir das nicht alleine gemacht. Wie ihr seht, es gibt all diese Teams, die wir gerade auf der Bühne gesehen haben. Alle davon sind Engel. Und wir sind diejenigen, die Engel koordinieren. Und nicht alle von euch sind Teil von einer solchen Gruppe, wie wir gerade gesehen haben. Und wir haben aber koordiniert, wie andere Leute, die nicht Teil eines Teams sind, trotzdem auf dem Camp aufhelfen können. Wir haben 66 Schichten gleichzeitig registriert, aber das sind natürlich nicht alle, die arbeiten, weil natürlich in den Teams auch ganz viele Leute arbeiten, die nicht immer in dem System registriert sind. Wir haben noch ganz viele offene Schichten, die noch offen sind im Engelsystem. Und es gibt noch viel mehr zu tun, was wir nicht im Engelsystem als Schichten eingetragen haben. Es gibt auch viele Nachtschichten, die getan werden müssen. Über das gesamte Camp, seit wir hier angekommen sind, haben wir 20.000 Stunden registriert. Das sind fast 2¼ Jahre, die von Leuten gearbeitet wurden, nur hier auf dem Camp selbst. Und ich finde, dass das großartig ist. Diese Arbeit wurde erledigt von 1836 registrierten Engeln, die als angekommen markiert sind. Wir haben nicht überprüft, wie viele davon tatsächlich gearbeitet haben, aber ganz viele Leute haben hier wirklich viel angepackt. Und letztes Jahr haben wir den Engel Awareness Day eingeführt, und wo wir uns speziell dafür bedanken, was die Engel alles für Aufgaben übernommen haben. Und falls ihr gestern keinen Engel gedankt habt, dann macht es doch heute 2-mal.
Yeah. Thank you all the angels that are working here. Vielen Dank an alle Engel, die hier gerade arbeiten. Vielen Dank an euch und natürlich ganz viele Leute, die außerhalb dieses Zelts arbeiten. Falls ihr noch 2 Stunden heute oder morgen machen könnt, auch wenn ihr noch nicht im Engelsystem registriert seid, wir brauchen wirklich Leute, die beim Abbau helfen, die die Verkehrsregulierung machen. Es gibt wirklich noch viel zu tun. Wir haben noch über 1700 offene Stunden, die für heute und morgen noch übernommen werden müssen. Aber wie wir schon gesagt haben, haben wir schon ganz, ganz viel mit ganz vielen Leuten gemacht, was großartig ist. Alle, die, wo die Stunden nicht registriert wurden, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail oder schreibt uns an, damit wir das noch aufnehmen können. Das war's von mir und ich muss zurück an die Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank an den Himmel. Wir haben so viel mehr Teams, die gerade nicht auf die Bühne gekommen sind. Wir haben das CERT, wir haben das POC, wir haben GSM, so viele weitere Teams. Bitte einen großen Applaus an all die Teams, die all diese großartige Arbeit hier auf dem Event machen.